Parallelwelten. Der Podcast von Tanja und Rick. Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro. Eine Frage zu Doku. Papa, wie fandest du die? Ich habe die noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Du hast sie gar nicht gesehen bis jetzt. Ich auch noch nicht. Okay, du spielst die Hauptrolle. Dann habe ich noch eine persönliche Frage dazu. Alle deine Familienmitglieder in der Doku nennen dich Jan, als wenn du mit 2a geschrieben wirst. Ist das mal aufgefallen? Weil alle sagen Jan Ulrich und dein Bruder, deine Mama, die sagen alle Jan. Also die sprechen deinen Namen irgendwie anders aus. Ist das ein Rostocker Ding? Das ist wahrscheinlich ein Dialektding, ja. Ja. Ist mir doch nicht so aufgefallen, weil. Wirklich nicht. Nee. Das Witzige weil meine ist, Mutter nennt mich normalerweise Jani. Ja, ja, Jani. So als, ja, nur die Brüder nennen mich Jan eigentlich. Aber das ist wahrscheinlich so ein Mecklenburger Dialekt. Du hast gerade eben gemacht, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Wirklich? Ja, weil du gerade eben Jan gesagt hast. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass der Radsport früher besser war. Jetzt haben wir eine Seite beleuchtet, die definitiv heutzutage schöner ist, wahrscheinlich im Radsport. Genau. Wir haben uns gerade in der Pause gestärkt. Diesbezüglich wären wir, glaube ich, gerne in der heutigen Zeit gefahren, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Absolut. Die Frage kommt gleich auch noch. Aber was mich nämlich sehr interessiert, wenn wir hier mit unseren Süßgetränken sitzen, du hast es, glaube ich, auch in dem Hajo Seppelt-Interview gesagt, die größte Veränderung, was auch die Leistungsfähigkeit angeht, ist auch einfach die Nahrungsaufnahme während des Rennens. Und dann hast du gesagt, ich bin manchmal, wenn ich noch Gewicht machen musste, Rennen ohne irgendwas gefahren. Deshalb hätte mich mal interessiert, hattet ihr irgendwie Ernährungspläne für die Rennen oder seid ihr einfach, gab es dann so Faustregeln, eine Banane pro Stunde oder wie sah das so aus? Ja gut, ich hatte meinen persönlichen Kampf immer mit der Nahrung, weil ich musste meistens, das war auch so psychisch, ich hatte vor dem Tour de France-Sieg nie Probleme im Winter, also mit Gewichtszunahme oder sowas. Und dann, wo der immense Druck dazu kam, bin ich halt damit so umgegangen, ich muss das in mich reinstopfen. Ja. Und ich habe dann halt, ich habe im Training zum Beispiel nie was gegessen. Und wir haben ja, wie gesagt, immer sehr lang trainiert, also 240 Kilometer war so normal. Ja. Und da habe ich eigentlich nur mit Wasser gemacht. Ich bin einfach dann immer langsamer geworden, aber der Körper hat sich dann auch, ja, der Körper hat sich auch, ja, ich war immer so, also ganz oft so am, so kurz unter Hungerast. Also wenn ich in der Autobahnbrücke schneller hochgefahren bin, habe ich schon gemerkt, jetzt kommt er, jetzt kommt der Mann mit dem Hammer, aber ich wusste auch, jetzt schmelzen die Kilos weg, ja, das war, aber wir haben uns, also ich jedenfalls habe mich nicht so optimal. Wenn du heute siehst, wie professionell man das machen kann, und jeder von uns weiß heute natürlich, was du isst, nach dem kannst du auch die Leistung bringen. Und da ist, glaube ich, heute ist, neben dem Training, neben den wirklich, heute ist ja jeder Meter durchgeplant. Und ich habe ja immer eigentlich keine Lust auf das Frühjahrstraining gehabt, weil das hieß für mich 3 Monate absitzen und Kilometer schrubben. Also ohne irgendeinen Spaß zu haben, ja. Ich weiß auch nicht, warum wir das so gemacht haben, aber das war halt damals irgendwie so. Du musst immer so wir haben immer gesagt, also ich habe immer gedacht, du musst die Ausdauer für das ganze Jahr aufbauen und dann kannst du, also wenn der Keller und das Fundament groß gebaut ist, dann kannst du auch eine hohe Spitze draufsetzen. Also so war es bei uns immer und das hat doch auch keinen Spaß gemacht. Ja? Also diese langen Kilometerschruppen, ob das jetzt in Südafrika war oder wo auch immer. Das war dann schon anders und ich glaube, dass man den Spaß heute, ich weiß nicht, ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn du ein Programm hast, ja, und dafür dann aber keine 8 Stunden auf dem Rad sitzen musst, aber die Ernährung ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, ja, wo heute auch die Leistungen erklärbar sind. Das heißt, ihr habt es nach Gefühl gemacht einfach im Rennen? Je nachdem, wie es aktuell ist. Also nachdem dann meine Probleme mit dem Gewicht, dann hatten wir teilweise auch, es hat dann auch wieder andere Teams eingeführt, dass Lance Armstrong seinen persönlichen Koch mit dabei hatte bei den ganzen Rennen. Und das hat man dann natürlich auch bei uns dann eingeführt. Und teilweise hat der Koch, Walter Grotzinger, super gesund gekocht und der hat auch bei mir zu Hause gewohnt und so weiter, hat aber auch irgendwie nichts geholfen. Ja. Wobei, ich muss sagen, was ich immer beeindruckend fand, also schon fast unerklärlich, war Jans Fähigkeit, einerseits
mit so einer Lässigkeit durch den Winter zu kommen. Und dann war ja in einigen Jahren war der unübersehbar, dass da die Gewicht zu hoch war. Aber selbst dann war Jan ja im Prinzip sich des Problems bewusst und hat dann aber, weiß ich noch, du hast mal irgendwann zu mir gesagt, ey, irgendwie mein Motor, der braucht so lange, bis der erstmal ans Laufen kommt und in den Stoffwechsel reinkommt und ich muss mich dafür so quälen, also er ist ja teilweise dann wirklich 200 Kilometer gefahren mit dem Apfel frühmorgens oder in der Tour de Suisse hat er, wir sind dann zum Essen gekommen und jeder hat erstmal irgendwie einen Teller Nudeln und ein Steak mit Gemüse und Kartoffeln und ein Dessert und Jan hat dann nur einen Salat gegessen, weil er gesagt hat, nee, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Und dann habe ich gedacht, nie im Leben würde ich die Tour de Suisse so schaffen. Und Jan ist aber eigentlich dann irgendwann, hat dann gesagt, so, jetzt merke ich, jetzt fängt der Motor an zu laufen. Und dann ist er von Tag zu Tag besser geworden. Und ich dachte immer nur, ich wäre schon gar nicht mehr im Rennen. Wie geht das? Und das ist eben, das, wenn du das so live miterlebst, auch manchmal im Training oder so, wenn er dann gekommen ist und wir sind in Mallorca gefahren und er hat vielleicht in der ersten Woche noch gesagt, ey, müsst ihr denn wirklich so schnell fahren jetzt hier? Und eigentlich sind wir gar nicht so schnell gefahren. Und dann, aber in der zweiten Woche hat er schon nichts mehr gesagt und in der dritten Woche hast du gesagt, du Jan, dir hier 3% berghoch, wir müssen hier nicht 35 km/h fahren. Und dann hat er gesagt, oh Entschuldigung, habe ich gar nicht gemerkt. Und dann dachtest du, oh, da so, ja. Was weiß ich, was bei uns jetzt wirklich 3 Trainingstage als Effekt ausmachen, war bei ihm vielleicht einer. Der war schon wirklich nochmal eine andere Qualität von Talent. Wo es bei Ulla aufhört, wo es bei uns ja. aufhört, fängt es bei Ulla aber, an. Aber wenn du das jetzt selbst miterlebt hast, dann hast du das wirklich bewundert und wenn es dir jemand erzählt hätte, hättest du das gar nicht geglaubt. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich in dem Kapitel angekommen, was Tanja und ich Mythos Ulle genannt haben, weil selbst wirklich Jahre, nachdem du schon längst aufgehört hattest, sind immer noch diese Geschichten um dich im deutschen Radsport kreisen umher und es wird über dich erzählt. Sowas wie gerade gesagt wurde, nur Salat gegessen, nur ein Apfel mit 200 Kilometern. Und das war dann auch oft noch von älteren Trainern immer so der Maßstab, der an vielen Jungs angesetzt wurde, wo man dann auch gemerkt hat, okay, da geht auch der eine oder andere dran kaputt, weil das verkraftet halt auch echt kaum jemand. Und ich weiß auch, selbst als ich angefangen habe, mal mehr zu trainieren, war ja noch mit Papa die Marschroute, okay, trinken ist ein Zeichen von Schwäche und wir frühstücken ganz, ganz viel. Die ersten 2 Stunden Training wird sowieso gar nichts gegessen, das wäre eine Schande, da mal einen Riegel anzufassen. Und ja, man hat zwar Riegel dabei, aber man versucht auf jeden Fall, wenn man 3 Riegel dabei hat, die auch nicht zu essen oder maximal 1 oder nur 2. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist es auch noch besser, wenn man nochmal so gar nichts isst, wenn man da so richtig mit dem Hunger erst zum Abendessen geht. Nachbrennen. Wo man so aus heutiger Sicht wirklich weiß, okay, wow, haben wir alles falsch gemacht. So. Aber trotzdem sehr interessant. Und ein Thema, was sofort bei uns aufgekommen ist, als das Thema Mythos Ulle gekommen ist, ist die Leistungsdiagnostik in Freiburg. Also ich weiß nicht, wie viele Leistungsdiagnostiken ich mit der Nationalmannschaft in Freiburg fahren musste. Aber der Maß oder das Maß aller Dinge ist anscheinend immer noch deine Leistungsdiagnostik da. Und heutzutage wird bei, ich kann mich erinnern, beim jungen Talent wie Marco Brenner, der wird dann schon als Jahrhunderttalent gehandelt, wenn man nur annähernd an die Werte rankommt. Und ich weiß noch, auch, also wo ich meine Leistungsdiagnostik aufgehört habe, da wurde dann gesagt, ja, da ist Ulle aber noch 15 oder 20 Minuten weitergefahren. Und man sich dachte, was, wie soll das gehen? Deswegen Leistungsdiagnostik Freiburg. Kannst du dich daran noch erinnern, was sind diese Werte? Wo liegen die? Wir wollen Fakten. Genau kann ich dir da gar nicht. Was ich aber immer gemacht habe, ich war auch mit der schlechten Form, konnte ich meine 440 Watt oder sowas. Da war ich dann schon sehr schlecht, ja, im Frühjahr. Aber da hatte ich halt auch mehr Gewicht, da muss ich auch mal sagen. Aber ich hatte immer gerne nach der Tour de Suisse, also das war dann meistens kurz vor der Tour de France, hatte ich mir nochmal so einen Tag rausgepickt, weil ich selber wissen wollte, wo ist meine Ausdauer. Also muss ich jetzt in der ersten Tourwoche mal richtig mit attackieren und muss ich mich da vorne zeigen, muss ich Intervalle noch richtig bolzen
Oder ist die Ausdauer schon angekratzt und du musst mit Kräfte haushalten? Also habe ich dann immer praktisch eine Woche vor der Tour de France mit einer super Form meistens dann nochmal so Leistungstest gefahren. Ja. Und da war ich dann meistens auf Gewicht schon, 71 Kilo so, 72 Kilo, das war mein Gewicht. Mit 4-5% Körperfett und natürlich dann mit den ganzen Rennen in den Beinen und mit der Tour de France Form. Ja, und da habe ich... Habe ich ganz gute Rekorde immer gefahren, aber ich weiß gar nicht, wo das 520 Watt, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat man mal ausgerechnet, dass man, das fand ich immer ganz witzig, da war ich nämlich annähernd an meinem Idol Indurain dran, dass man so eine Stunde mit 460 Watt oder sowas hätte fahren können. Also FTP 460. Eine Stunde. Nein, aber die Kurve war für mich, da kommt man, also für mich war immer ich will noch eine Anekdote erzählen, weil ganz am Anfang haben wir noch nicht mit Puls gefahren und dann kam das bei uns ja auch auf, dass du dein Training und auch dein Rennen kontrolliert hast. Und da war in der Tour de Suisse teilweise, hatte ich noch so viel Ausdauer trainiert vorher, dass ich nicht an meine Spitzen kam. Also ich war dann in der Spitzengruppe, war schon total kaputt, aber hatte nur 170 Puls. Und da wusste ich, ich muss irgendwie noch, jetzt noch die letzten zwei Wochen muss ich noch Intervalle oder Sprints fahren oder am Berg nochmal richtig rein attackieren, weil die Ausdauerkurve war extrem, extrem, extrem. Aber das bringt ja eine Tour de France nicht, wenn du am Berg dann in der Spitze nicht mitfahren kannst. Ja? Und das war immer so, deswegen habe ich das immer in Freiburg nochmal kontrolliert, wo ich da hauptsächlich mit der Ausdauer stand. Das war eigentlich immer eher die Kurve, nicht wie viel Watt ich fahren kann hinten raus, sondern wo ist dann meine Laktatschwelle. Ja? Heute heißt das ja irgendwie anders. Da bin ich jetzt nicht mehr so mit drin. Ja, anaerobe Schwelle, aerobe Schwelle, alles ja. Genau. Bei Laktat 4, glaube ich. Ne? Ja. Nee, aber es ist 460 Watt eine Stunde, ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und wir sind dann immer, wir wussten ja, dass Jan immer noch den Test fährt und da war ja, hat ja niemand so gerne dann darüber gesprochen und dann sind wir immer zum Teamarzt und haben gesagt, was ist ein Ulle gefahren? Nee, sage ich nicht. Und dann ist jeder vom Tourteam einzeln zum Rudi und hat gesagt, Rudi, sag mir jetzt, wie viel ist er gefahren? Und dann hat Rudi, konntest du dann nicht für sich behalten und dann hast du beim Prolog da gesessen bei der Tour und hast gedacht, oh, hoffentlich fährt Ulle nicht gleich in Gelb. Wenn wir erstmal einmal in Gelb sind, dann bei der Form wird das eine harte Tour dann. Das kenne ich, das, was ich denke. Die Freude, wenn der Teamkollege gewinnt und danach kurz so, verdammt, da muss ich jetzt Tempo fahren. Aber das sind so die Geschichten und die Mythen, wie zum Beispiel auch Ulle, der einzige Fahrer, bei dem man die Venen noch durch die Radhose sieht, die sich, glaube ich, bis heute gehalten haben, auf jeden Fall. Es gibt doch auch eine Story mit einem großen Blatt. Da gibt es mehrere mit Ulle. Die Frage ist auch erstmal, wie groß ist das große Blatt? Ja, bei uns war 53 hatten wir Standard. 54, ne? Ja, die letzten Jahre hatte ich 54 drauf, aber das ist ja nichts zu vergleichen mit heute. Also nee, heute hat man ja riesige Gänge. Und dann waren wir waren im Dezember, hatten wir auch, glaube ich, selber bezahlt alle, waren wir in Fuerteventura. Und die meisten von uns, die waren vorher noch nie da. Und dann war gleich so, ach komm, wir buchen 3 Wochen. Und dann war da 3 Wochen lang Sturm und wir sind trainieren gefahren und irgendeiner in der Gruppe ist da an so einem komplett frei von jeglichen Bäumen und Sträuchern, sind wir so ein Berg hochgefahren und irgendjemand ist mit einem großen Blatt gefahren, weil er gesagt hat, ja, ich mach so noch ein bisschen Kraft mit Rad heute. Und dann hat Ulle irgendwie so rübergeguckt und hat gesagt, was machst du denn? Ja, ich mache Kraft mit Rad und so, ich drücke jetzt hier den Berg hoch. Und dann hat Ulle gesagt, okay, mach ich auch. Und dann hat der Nächste dahinter gesagt, ey, ein richtig großer bist du, wenn du bis zum Ende vom Trainingslager das kleine Blatt nicht mehr rufmachst. Und dann hat Ulle gesagt, ja, schaffe ich. Und dann ist er bis zum letzten Tag mit dem großen Blatt gefahren und jeder hat nur gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann sind wir noch eine andere Geschichte, weiß ich auch noch, die war auch in der Tour de Suisse. Da ist Jan ein Gotthard-Pass mit einem großen Blatt hochgefahren. Und ich dachte, hoffentlich fahren sie nicht so schnell heute. Weil Gotthard ist gerade so, da, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich da mit drüber fahren. Und dann dachte ich so, ja, das ist aber schönes gleichmäßige Tempo. Wer fährt denn nach vorne? Da gucke ich so vor, da fuhr Jan von vorne. Und
Ich war völlig fasziniert, dass er den ganzen Berg mit einem großen Blatt gefahren ist. Und dann habe ich danach irgendwann zu ihm gesagt, was hast du denn da eigentlich gemacht? Ja, ich dachte, ich wollte mal gucken, so wie die Kraft ist und so. Ich dachte mir, fahr mal und Gott hat mit der Scheibe hoch. Und ich dachte, das ist einfach nicht normal. Wahnsinn. Ja, da muss man dazu sagen, die einzigen Intervalle, die ich gefahren bin im Training, das war halt wirklich, bei uns war sehr viel mit Kraft mit Rad. Also wirklich und ganz, ganz wenig, also wirklich den schwersten Gang manchmal. Und das war dann halt nach 60 oder 55 Umdrehungen. Ja. Das macht man ja heute gar nicht mehr, glaube ich. Ne? Aber damals war das halt, also das, wenn ich was gefahren habe an Intervalle, dann war das eigentlich Kraft mit Rad. Ja. Also ich kann dir sagen, ich komme aus dem Trainingslager mit meinem Team aus Marbella und da haben wir Lido-Training gemacht. Und da sollte Michael Schwarzmann, okay, der ist etwas kleiner und auch etwas leichter, der fährt vor mir im Lido-Zug. Und in den Intervallen sollte der eine Minute 450 Watt fahren. Und du bist eine Stunde 460 gefahren. Also von daher nur mal kurz zum Vergleich, wie gut es ungefähr ist. Also 460 Watt fahre ich auch vielleicht so, wenn es richtig gut läuft. Sechs, sieben, acht Minuten. Ich bin natürlich jetzt auch nicht ein leichter Fahrer gewesen. Also ich bin auf jeden Fall schwerer als du. Ich wiege eher so 79 Kilo. Aber ich bin schon über die Kraft gekommen. Ja. Dass es sehr, sehr beeindruckend ist. Also auch wenn wir heute größere Gänge fahren, aerodynamisch, ja, das macht natürlich auch alles was. Aber das ist auch heutzutage noch wirklich so der Mythos, der besteht nicht umsonst. Aber wenn man vom Mythos Ulle spricht, du hast gerade gesagt, an manchen Bergen kommst du mit drüber, aber wenn man als Sprinter eins lernt, dann abfahren. Und ich glaube, da hat Rick auch eine ganz gute Geschichte aus Mallorca. Ja, in Vorbereitung zu dieser Folge haben wir so ein bisschen über die Anekdoten und über die lustigen Geschichten erzählt und ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich hätte gedacht, das ist vielleicht eine der Sachen, die du auch neben dem Trainingsfleiß bei Papa nennst, sozusagen als Fähigkeit, die ich bewundere, weil ich bewundere die sehr, ist das Abfahren. Ich weiß noch, ich bin mal als junger Kerl beim Katjuscha-Trainingslager mitgefahren, da hatte Papa seit ein paar Jahren seine Karriere beendet, war sportlicher Leiter da. Und der einzige sportliche Leiter, der auch immer mit dem Rad mittrainiert ist, die ganzen Runden. Und dann haben wir oben am Putsch Major Pinkelpause gemacht, bevor wir in die Abfahrt gegangen sind, ziehen die Regenjacke und alles an. Und Papa sagt einfach so oben beiläufig, ach, die Abfahrt mag ich, dann muss man nur einmal bremsen. Und dann stand ich oben und dachte so, wie beim Putsch Major, da muss man fast in jeder Kurve bremsen. Und er so, nee, das ist so eine schöne Abfahrt, da muss man nur einmal bremsen. Und da war ich so, nee, das geht nicht. Und er so, auf Ansage, doch, und zu der ganzen Truppe. Ich glaube, nach drei Kurven waren nur noch Alexander, Christoph und ich dran. Ich bin dann in der vierten Kurve fliegen gegangen. Ich glaube, Christoph hat noch ein paar Kurven länger ausgehalten. Der ist dann aber auch auf der Hälfte der Abfahrt, war der weg. Und unten hatte mein Papa eine Minute Vorsprung, als es ins Soler reinging. Das glaube ich gern. Da ist Alexander Christoph. Das war bei uns schon immer so. Da ist Alexander Christoph dann neben mir gefahren und hat zu mir gesagt, ja. Ja, wie funktioniert das? Der hat ja wirklich, ich habe darauf geachtet, der hat die Bremse nie angefasst. Ich bin immer hinter dem in die Abfahrt rein und gesagt so, nee, jetzt muss ich bremsen. Und zack, war der weg und ich bin nie wieder zurückgekommen. Also das ist auch so eine Geschichte. Aber Erik war seiner Zeit auch immer schon voraus, weil also die meisten im Team war es so, wir haben berghoch trainiert, also meinetwegen Programm oder K3 oder was. Und dann war oben eigentlich so ein, also ich habe dann immer sehr kleine Gänge bergrunter gefahren. Also dass ich wirklich mit 140 Umdrehungen bergrunter, aber ins Nichts trete, ja. Aber mittrete, weil ich immer gesagt habe, jetzt muss ich die Muskeltour wieder ein bisschen. Und Erik ist immer, gerade jetzt Putsch Major, immer weggefahren. Also immer direkt und ich habe zum Beispiel nie Bergabtraining trainiert. Also ich habe immer das so im Leerlauf, ich habe zwar mitgetreten und so weiter, aber habe nie irgendwie Abfahrtstraining gemacht. Und ich musste ja auch im Rennen mal wieder hin zu dir. Der war schon oben im Soler schon, da waren wir gerade unten in hatte schon eine Stunde geduscht, wo wir dann ins Hotel gekommen sind. Aber ja, also Abfahren, da hat dir keiner was vorgemacht. Und auch nochmal, wie oft war der eigentlich, weil das höre ich, sowohl Tanja hat von Rolf Aldag da viel gehört, als Rolf sportlicher Leiter war, als auch natürlich ich von dir, die legendären Kalifornien-Trainingslager, die ihr, wie gerade eben gesagt, mit 5, 6 Leuten zusammen gebucht, dann wurde mal Golf gespielt. Ich glaube, Fallschirmspringen stand auch mal an der Tagesordnung. Oh, das mit dem Fallschirmspringen, das ist, weiß gar nicht, darf ich das erzählen? Ja, klar. da hat Rolf und Huni, die sind auf die Idee gekommen, Fallschirmspringen. Und haben gefragt, wer will mitmachen?
Und dann wie Tandemsprung oder so. Nee, wir selber und so. Alleine. Tandem ist doch nicht so cool. Und wie uns angeguckt, wie geht das denn alleine? Ja, da macht man erst so einen Kurs, 4 Stunden Theorie und dann vormittags ist der und dann nachmittags ins Flugzeug und runter. Und Ulle so hört so gehört, ja, da bin ich bei. Und Wese, Schaffi und ich, nee, wir sind raus. Dann sind wir aber, wir hatten glaube ich Ruhetag an dem Tag oder war nicht so gut das Wetter oder so, dann sind wir dahin und das war genau an der Grenze zwischen San Diego und Tijuana. Und dann haben wir die 3 da abgesetzt, sind weitergefahren und die haben erstmal Theoriekurs gemacht. Und dann haben wir sie abgeholt und dann sagte Rolf, ja, hier irgendwie, wir sollen in einer Stunde uns nochmal melden. Wenn's Wetter besser wird, dann fliegen wir oder springen runter. Wenn nicht, dann kriegen wir einen Gutschein, dann sollen wir die nächsten Tage machen, wenn es besser ist. Und dann, okay, machen wir irgendwie noch einen Kaffee trinken und unterhalten uns so. Und dann sagt Rolf und Kai so, ey, das ist schon tricky und so mit dem Land vor allem, dass man da im Prinzip erstmal so bei einer gewissen Höhe dann nochmal 90 Grad in Seitenwind und dann nochmal 90 Grad in Gegenwind und dann erst die Leine ziehen muss. Und Ulle sagt, ach echt? Wann hat denn der das gesagt, dass man das so machen muss? Und wir gucken ihn an und sagen, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du da rausgesprungen wärst, ohne genau zu wissen, wie du landen musst. Und Ulle so, ach, das hätte ich schon gemacht und so. Ich wäre schon gelandet. Nein, aber da hat der liebe Gott, glaube ich, schon irgendwie, der Schutzengel hat schon gesagt, weil wir hatten immer wolkenlosen Himmel. Ja? Und dann haben wir uns wirklich, ging sogar 6 Stunden, diese Theorie. Ich wusste natürlich, wie man rausspringt, wusste alles, habt ihr ja geübt. Aber dann wollten wir rausgehen und da ist wirklich, in dem Moment ist es zugezogen. Und dann hat er gesagt, nee, heute können wir nicht, kommt am nächsten Ruhetag wieder. Und am nächsten Ruhetag war es wieder zugezogen. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, irgendwie macht das Sinn, wahrscheinlich werden wir da. Weil die hat auch zu uns gesagt, also auch wenn ihr euch denn verfliegt oder sowas, weiß ja auch nicht genau, also mit den Ziehen, das war alles kein Thema. Und du musst halt Gegenwind landen. Aber es kann auch sein, dass du in Mexiko landest. Dann lass alles liegen und versuch wieder über die Grenze zu laufen. Also solche Sachen kamen dann auf uns zu und irgendwie im Nachhinein war ich dann doch froh, dass wir nicht alleine rausgesprungen sind. Ja, es würde mir auch Sorge bereiten, wenn der Mann, der am Putsch Major die Bremse nicht zieht, sagt, nee, ich spring da nicht raus. Ja. Ja, wobei andersrum, das war auch dasselbe Trainingslager, als Wese das Tattoo unbedingt haben wollte. Und wir sind dann als Beistand mitgefahren. Und als erster hatte ich ein Tattoo, obwohl ich keins wollte. Als zweiter hatte Rolf eins, obwohl er keins wollte. Dann hatte Huni eins. Und als letzter Wese. Und die einzigen zwei Seriösen waren Schaffi und Ulle. Die haben gesagt, nee, also Tattoo, da bin ich raus. Ja, und Tattoos gehen gar nicht. Das war auch der berühmte Teufel, ja, den man auch in Höllentour betrachten kann. Mittlerweile weggelasert. Mittlerweile weg, okay. Ja. 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 Du bist ein abschreckendes Beispiel. Ich finde, Tattoos ist auch nichts. Das mag ich auch nicht. Also, da wären wir wieder beim Thema, dass früher alles besser war. Und deswegen die Frage: Wir kennen natürlich auch die Schattenseiten von damals, aber aus meiner Sicht, wenn ich das so höre, denke ich mir so: Ach, das war ja schon eine schöne Zeit, dort Radprofi zu sein. Aber die Frage an euch: Wenn ihr euch das aussuchen könntet, was ist denn aus eurer Sicht eine schöne Zeit, um Radprofi zu sein? Wärt ihr vielleicht lieber heutzutage Profi? Also natürlich wäre ich ganz klar gerne Profi, wo es kein Doping gibt. Das ist schon mal Fakt. Aber ich kann es halt nicht vergleichen. Ich weiß halt nicht, wie es heute ist. Ich bin ja nie so richtig warm geworden mit den ganzen Daten und auch mit dieser kompletten Kontrolle. Ja, dass du wirklich jeden Tag irgendwie eine Sims oder eine WhatsApp irgendwie schicken musst, was du trainiert hast und wie du geschlafen hast, am besten noch mit Pulsgurt und so weiter. Also das wäre nicht so mein Ding gewesen damals, aber ich wäre schon gerne in einer dopingfreien Zeit gefahren. Das ist auf alle Fälle klar. Das glaube ich. Ich glaube, DSM wäre kein Team für dich heutzutage, wenn Daten nicht so dein Ding sind. Nein, DSM bei mir ging es ja noch schon los. Man hat ja dann mit meinem Gewicht, das war auch, hat man dann entschieden, dass ich habe ja dann in der Nähe von Freiburg gewohnt, dass ich im Frühjahr jeden, also einmal eine Woche, immer montags oder Dienstag,
musste ich zum Wiegen. Mhm. Da habe ich dann so zugemacht, weil ich habe gesagt, ja, lasst mich doch mal machen. Ja, ich werde schon die paar Kilo noch wieder runter machen. Aber diese Kontrolle, damit konnte ich nicht so umgehen mit. Ja. Weil da hast du immer gedacht, die haben kein Vertrauen. Die haben kein Vertrauen zu mir und daher muss ich bei der Tour de France erfahren und muss die Leistung bringen. Aber dieses Kontroll, mich wiegen und was du isst und der Koch hat dann bei mir im Gästezimmer gewohnt über viele Wochen und so weiter. Mhm. Und das mochte ich nicht so. Da kann man sich wahrscheinlich dran gewöhnen, aber. Nee, ich glaube auch, dass es solche und solche Typen gibt. Also die Typen, die so sehr gut in einem abgesteckten System funktionieren. Und ich würde mich auch eher als einen Typen beschreiben, der Freelancer, würde ich das mal nennen. Wenn der ein Ziel hat und der muss da irgendwie hinkommen, dann kriege ich das schon hin. Aber ich werde auch sehr ungern andauernd kontrolliert. Und ich dachte, oder früher war auch mal Thema, wenn Fettmessung zum Beispiel war, wenn ich wusste, in 2 Tagen ist Fettmessung morgens, dann habe ich auch die 2 Tage davor dann immer angefangen, gesünder oder weniger zu essen. Mhm. Dann hat mir auch der Arzt irgendwann gesagt, dir ist schon klar, dass das nichts bringt, das ändert vielleicht dein Gewicht, aber in 2 Tagen wirst du dein Fett, also du wirst ja jetzt nicht 2% Fett in 2 Tagen verlieren. Wenn du so dick bist, bist du zu dick, Junge. Ach ja, aber deswegen, da, ich war für sowas auch anfällig. Aber ich bin von Hause aus schon nicht, also ich habe auch keine Waage zu Hause, jetzt ist es sowieso nicht mehr so wichtig, aber das interessiert mich auch nicht. Ja, also ich muss mich irgendwie wohlfühlen. Ich muss da so nach meinem Gefühl. Ich bin so ein Gefühlsfahrer. Ich weiß auch, wie mein Körper tickt und was ich so brauche an Motivation. Das weiß ich so, wie ich nach vorne komme und dieses permanente Kontroll, also dich auch selbst zu kontrollieren, jeden Tag auf die Waage zu gehen. Das ist so, dann muss man zu oft daran denken. Ne? Versteh, also bei mir ist es, habe ich immer mit diesem Gewicht und immer zu tun. Und wenn du viel daran denkst, kann sich das auch so einprägen im Gehirn, dass du dann extra zunimmst. Also habe ich das Gefühl gehabt immer. Gab es für euch beide an irgendeinem Punkt in eurer Karriere jemals den Punkt, wo ihr dachtet, ich hätte was ganz anderes machen sollen, ich hätte Bankkaufmann sein sollen, oder war es schon immer richtig für euch? Bei mir nicht, nie. Weil macht er daran fest, es gab nicht einen Tag, wo ich, wenn ich es nicht geschafft habe, vielleicht wegen schlechtem Wetter oder so, um 12 Uhr nicht auf dem Rad zu sitzen, dass ich dann kein schlechtes Gewissen bekommen habe. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es gerne macht. Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass man ein bisschen sportsüchtig ist. Ich weiß es nicht. Nein. aber in jedem Fall, wenn es rein nach dem inneren Gefühl geht, habe ich mich beim Radfahren immer wohl gefühlt. Und immer auch als Profi? Ja, ich bin eigentlich gerne Rennen gefahren. Bei mir war es genauso. Also ich hatte auch nie, also ich hatte zwar meine Motivationsschwächen ab und zu mal, gerade im Winter, aber die gingen dann auch schnell vorbei. Ja, also das ist, ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Heute denke ich anders drüber. Heute hätte ich gerne 2 Studien im Vorfeld schon gemacht oder studiert oder was oder einen anderen Beruf noch gelernt, der mir Spaß gemacht hätte. Aber damals war es ja so, wir wurden ja damals schon so in so ein, also angefangen mit einer Lehre nach Realschule. Das war ja so, da war nur entweder Schlosser oder Industriemechaniker, also konntest du gar nicht ordentlich aussuchen breit, was du machen wolltest. Und das habe ich zwar gemocht, aber das hätte ich mich auch nie als Beruf da wiedergefunden. Und deswegen war alles, was so neben den Sportlauf ist, auch die Bundeswehr und sowas, das hat mich alles gestört. Ja, also weil ich wollte trainieren und ich wollte auch vorankommen in meinem Sport. Und alles, was so daneben war, wo Zeit gekostet hat und Energie, habe ich eigentlich immer mit Widerwillen gemacht. Aber man ist natürlich schon, also jetzt gerade wenn man älter wird, merkt man, dass man alles auf eine Karte gesetzt hat. Und im Nachhinein, also wenn ich heute was, hätte ich mich auch ein bisschen breiter aufstellen können, ruhig früher. Ja. Mhm. Aber damals habe ich daran überhaupt nicht gedacht, ich wollte nur Radfahren. Ja. Und die Probleme, die im Frühjahr manchmal so waren, also die 2-3 Wochen Motivationsprobleme oder so, die gingen ja auch schnell weg. Ja. Und ich würde auch vielleicht sogar noch ergänzen wollen, und ich glaube, bei Jan könnt ihr mir vorstellen, war es ähnlich. Also ich bin ja dann Amateurfahrer gewesen bei Olympia Dortmund, bevor ich Profi geworden bin. Und du warst ja in RG Hamburg, ne? Und das war ja jetzt eigentlich keine Zeit, wo man
das wegen des Geldes gemacht hat oder wo man einen großen Vertrag hatte und damit vielleicht auch verbunden war, dass man einen gewissen Druck hat. Das waren eigentlich so schöne Jahre. Und zu einigen von denen habe ich heute noch, Kontakt. Und es hat so geprägt, man hatte quasi genug Geld, um über einen Monat zu kommen. Und wenn man jetzt bei den Radrennen vielleicht noch ein bisschen Preisgeld verdient hat oder Prämien, dann hatte man sogar noch ein bisschen mehr in der nächsten Woche, konnte man eine Pizzeria. Aber was man da so erlebt hat und die Freundschaften, die da so entstanden sind, die waren eigentlich so prägend fürs Leben und so schön. Also ich würde das nicht missen wollen. Und ich bin, natürlich wird das jetzt auch jeder sagen, der irgendwie einen guten Studienkreis hatte. Kannst ja, du natürlich. Uns darüber berichten? Ja. Aber das sind ja eigentlich so, wenn man jung ist und wenn man irgendwie ein Ziel hat, für das man lebt, gibt ja eigentlich nichts Schöneres. Das stimmt, ja. Witzigerweise, wenn ihr gerade Hamburg und Dortmund ansprecht, bist du damals dann mit Ronny auch gefahren in Dortmund oder habt ihr euch verpasst? Wir haben uns verpasst. Aber du bist mit André Korff gefahren oder hat ja lange deine Karriere begleitet. Das heißt, beide eure Kumpanen sind ja später im Frauenradsport gelandet. Der eine als Nationaltrainer, der andere mit seinem erfolgreichen Team Canyon-SRAM. Habt ihr denn während eurer Karriere irgendwie, also wie war das damals? Wir haben ja jetzt teilweise Kontakt gehabt, weil wir gemeinsame Rennen hatten, uns da mal gesehen haben. War das damals, ist der Frauenradsport für euch überhaupt existent gewesen damals? Oder wie kann man sich das vorstellen aus persönlichem Interesse? Also das erste Mal, dass ich so Berührungspunkte zum Frauenradsport hatte, war, als es dann olympisch wurde und oder beziehungsweise als olympische Sportart mehr gefördert wurde. Dann hatten wir zum Beispiel bei uns im Sportclub und in der Sportschule hatten wir die ersten Mädchen und Frauen, die Radsport betrieben haben. Aber ganz ehrlich war das wie eine getrennte Welt. Man hatte wenig Berührungspunkte. Selbst später bei Weltmeisterschaften, wo der BDR dann quasi organisiert hat, die Reisen, waren wir teilweise im selben Hotel, manchmal sogar in getrennten Hotels. Aber dann war zum Beispiel der Essensbereich war noch getrennt. Und du hattest, wenn du jetzt nicht die Fahrerin jetzt persönlich kanntest, wie ich jetzt zum Beispiel so eine Trixie Worak oder so, dann hattest du fast keine Berührungspunkte. Ja, bei mir war es genauso. Ich fand aber immer schon, ich hatte durch die Junioren-Weltmeisterschaften zweimal, wo auch Hanka Kupfernagel mit dabei war, hat die das so auf dem Schirm, weil Hanka war ja auch, hat ja irgendwie jedes Rennen gewonnen. Und manchmal waren so auch die Kriterien, waren dann vor uns die Frauen. Da habe ich schon mal gesehen am Start, dann Hanka sofort attackiert und weggefahren, eine Runde rausgefahren. Also durch Hanka Kupfernagel war ich da schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber wie sich das geändert hat, Chapeau, muss ich sagen. Also das ist wirklich auch, das war ja noch vor ein paar Jahren, ich habe da auch mit Korffi drüber geredet, also wir sind zum Beispiel als Jugendfahrer damals noch in der DDR mit Petra Rosner gefahren. Also die durfte mitfahren. Und die hat dann auch, wenn es gerade um Sprint ging, hat sie auch bei der also wir waren Jugendfahrer und sie war schon Amateurfahrerin und auch schon sehr gut. Und sie hat gegen uns dann gesprintet, aber sie hat auch manchmal nur gewonnen, weil sie halt eine riesen Übersetzung hatte und wir mussten halt mit 51,15 oder so hatten wir maximal, glaube ich. Und sie hatte halt schon einen Zwölfer und so und dadurch hat sie dann auch gewonnen. Aber das waren so, da hast du schon gedacht, ja, die Frauen sind ja nicht besser wie Jugendfahrer. Ja, und was da jetzt für ein Schritt, also muss ich sagen, was da für ein Schritt, man sieht das auch von Jahr zu Jahr, weil auch eben, ich gucke gerne Frauenradsport, muss ich sagen, weil es ist ja jetzt immer zusammen auch. Ja, aber damals waren, wie gesagt, entweder gerade mal bei der Olympiade oder nicht mal Weltmeisterschaften waren irgendwie zusammen oder doch. Aber bei mir war es so durch Hanka Kupfernagel eigentlich, weil wir uns auch angefreundet hatten und in Jugendbereich schon, im Juniorenbereich. Und Erik ist ja jetzt mittlerweile auch aktiv beteiligt im Frauenradsport. Du hast mal gesagt, du könntest dir grundsätzlich vorstellen, im Radsport zu arbeiten. Du weißt aber nicht genau, wo du gut aufgehoben wärst. Könntest du dir grundsätzlich vorstellen, auch im Frauenradsport so als die gleiche Welt und doch irgendwie eine andere zu arbeiten?
Also da würde ich nicht von vornherein Nein sagen. Ja, also ich habe ja auch einen sehr guten Freund, Dirk Baldinger, der auch ein Frauenteam führt. Mein bester Kumpel André Korf. Da hat sich schon einiges getan. Es ist total professionell geworden. Ja, das ist auf alle Fälle, die haben schon einen richtigen Riecher damals gehabt, wo sie sich dafür entschieden haben. Ich glaube, das führt uns auch zu der nächsten Frage. Tanja hat es schon so ein bisschen angeschnitten mit zurück in den Radsport. Ich würde einfach mal die These jetzt in den Raum werfen. Ihr zwei sitzt jetzt schon so schön zusammen nebeneinander. Ihr seid ja einfach, würde ich sagen, gerade in gewissen Zielgruppen, vielleicht da, wo jetzt auch Sponsoren sitzen, CEOs, Vorstandsvorsitzende, die werden sicherlich noch euch kennen als die beiden Radsportgesichter. Also warum nicht irgendwie mal, Papa, du warst ja 2019 noch Sportdirektor bei Katjuscha, jetzt immer noch bei Canyon Swam, öfter mal mit dabei beim Frauenteam, aber warum nicht irgendwie ihr zwei zusammen, großes Team mit neuen Sponsoren, auch als Gesichter dienen, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sei es Abfahrtstraining, sei es irgendwie, gerade du mit deiner Geschichte kannst ja ein großes Vorbild auch sein, himmelhoch gejubelt, tief gefallen, dass du ein Kämpfer bist, wissen wir alle. Ich denke schon, dass wir im deutschen Radsport, wenn man sich gerade anschaut, der Frauenradsport, den will ich mal davon ausnehmen, der deutsche Frauenradsport steht ja ziemlich gut da. Der deutsche Männerradsport wankt ein bisschen, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt auf die Olympischen Spiele in diesem Jahr schaut, wo man nur zwei Startplätze hat. Ich glaube, dass wir auf zwei so große Persönlichkeiten wie euch echt zählen können. Und also vielleicht, man weiß ja nicht, offene Anfrage hier, wenn ein großer Sponsor da sitzt. Ich glaube, deutsche Sponsoren können wir immer gebrauchen, deutsches Team. Und ich glaube, ihr zwei so zusammen, so als wie bei so einem Schiff, als Galionsfigur vorne ran, könntet ihr noch viel geben. Deswegen lass uns einfach mal träumen, was, auch wenn du sagst, ja, ich war jetzt lange raus, aber so eine Expertise kann man sich ja auch anarbeiten wieder. Man kann ja auch erstmal über eine Zeit lang dabei sein, Trainingswissenschaften sich anlernen, das dauert vielleicht ein bisschen, aber dann kommt auch viel. Was wäre denn vielleicht so dein Wunsch, wenn du einfach mal raushauen könntest? Worauf hättest du Lust, im Radsport wieder aktiv zurückzukommen? Wenn ja, in welche Position? Was könnte dir Spaß machen? Wo würdest du gerne mal einfach mal mit der Nase reinschnüffeln, nenne ich es jetzt mal? Ja, als Maskottchen könnte ich mir gut vorstellen. Nein, aber da würde ich gleich die Frage weitergeben an Erik. Du hast ja schon gesagt, man muss natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen mitbringen und man muss natürlich man muss auch dazulernen. Und das kann man natürlich sein Leben lang. Das war wahrscheinlich auch nicht leicht, da irgendwo nach einer gewissen Zeit wieder in Radsport über Canyon und übers Team und sportliche Leiter und so weiter. Da musst du es ja auch dazulernen wahrscheinlich, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, weil ich denke immer, der Profi-Radsport ist so von durchgetaktet und jeder hat seinen eigenen Trainer oder so denke ich jetzt, ja. Ich weiß nicht, wo ich da eine Position finden könnte. Natürlich haben wir Erfahrung, Erik ist schon lange wieder im Radsport zurück und hat dann auch die Verbindung zu den Sportlern und zu den sportlichen Leitern und so weiter, was ich auch gut finde. Aber wenn du so lange raus bist, ich weiß nicht, ich habe da keine Traumvorstellung. Was ich ganz gut immer finde, ist, ich arbeite gerne mit Kindern, also mit Jugendlichen. Ja? Und da ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht das Optimum rausgeholt. Ja? Also weil die Jugend, man konzentriert sich immer auf die Großen, auf die Profis, vielleicht noch ein bisschen auf die guten U23-Fahrer und alles was unten, das sehe ich bei meinen Kindern, weil zwei von meinen Söhnen fahren auch. Da ist es zwar nicht schlecht aufgestellt, aber da fehlt zu viel. Ja, und da vielleicht ein bisschen was im unteren Bereich meine Erfahrung mit reinzubringen und da könnte ich mir gut vorstellen. Das höre ich gerne. Ich habe übrigens gehört, dass André Greibler letztens gepostet, die Landestrainerstelle Mecklenburg-Vorpommern ist frei. aber nee, also ernsthaft, weil du gerade gesagt hast, der Radsport ist auch so durchgetaktet und so. Ich glaube, dass gerade da eine Schwachstelle im heutigen Radsport liegt. Ich glaube, Tanja und mein erfolgreichster Podcast im letzten Jahr ging auch um mentale Gesundheit und um dieser ganze Druck, der auf dem ganzen System herrscht, dass man eben auch als aktiver Sportler sich mal nicht wie ein Lennart Kemner, das war eine große Ausnahme, dass man vielleicht mal ein halbes Jahr aussetzen darf. Und ich glaube, dass gerade da jemand wie du, Papa hat es gerade gesagt, mit einem
Problem wie dem Gewicht, das zu haben, aber trotzdem damit umzugehen, Jahr für Jahr und immer wieder fit zu kommen, diese laissez-faire Art, ich glaube, dass das auch viel, wenn du das weitergeben könntest auf eine gute Art, dass das viel wert sein kann, weil ich kenne ganz, ganz viele Sportler, die heutzutage, die Werte haben, die sich aber in diesem System oft selber im Weg stehen, weil die zu verkopft sind und zu analytisch an Dinge rangehen und in einem Rennberg hoch nur auf ihren Powermeter gucken und ganz genau wissen, ah ja, ich darf jetzt hier nicht drüber fahren, sonst platze ich auf. Vielleicht auch einfach mal die Seite wegwischen und gar nicht den Wattwert sehen, mal nach Gefühlen berg hochfahren und so. Also ich glaube, dass gerade aus eurer Zeit da, dass, ja, dass ihr viel, viel habt, was man auch weitergeben kann, als Gegenpol zu dieser kompletten Durchtakten, Durchprofessionalisierung. Ich glaube, dass das auch oft, zumindest für meinen Geschmack, zu ernst wird dadurch und dass gerade da sozusagen eine lockere Ader oder auch mal eine Sicht, die vielleicht ein bisschen länger auch ist, weil auch heutzutage habe ich oft das Gefühl, es ist eine sehr kurzsichtige Art. Es geht oft darum, in dieser Saison oder in den nächsten 2 Jahren Erfolg zu sehen, aber es geht gar nicht mehr darum, eine längere Karriere mal zu haben, von 10 Jahren vielleicht auch. Und ich glaube, ihr zwei unterschätzt da wirklich, wie viel Ahnung ihr eigentlich habt, die ihr auch weitergeben könnt. Ja, vor allem auch in meiner Erfahrung mit Erik eben schon Zeit im Trainingslager verbracht zu haben und auch mit Rolf. Vielleicht liegt es an euren vielen Basiskilometern und euren langen Stunden auf dem Rad, aber ich habe das Gefühl, ihr guckt Leute auf dem Fahrrad ganz anders an. Also was mir halt einfach in kurzer Zeit Rolf und Erik mitgeteilt haben, was ich für Sachen mache, die hat mir halt vorher niemand gesagt, weil das dann teilweise vielleicht zu strikt analytisch und trainingswissenschaftlich ist und ihr da einen ganz anderen Blick habt, einfach von mittendrin. Das ist vielleicht auch in unserer Vergangenheit begründet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Jan denke, dann denke ich auch unwiederbringlich oder sofort auch ein bisschen an Rudi Pevenasch, weil Rudi war jemand, Rudi hat Jan geliebt und Jan konnte ihm auch vertrauen und die hatten ein sehr gutes Verhältnis. So ähnlich war es bei mir mit dem Franz van Looy. Also ich hab es geliebt, mit Franz zu arbeiten, weil der war einfach auch so ein fröhlicher, herzensguter Mensch, obwohl der jetzt vielleicht nicht der allerbeste sportliche Leiter war und die besten Taktiken entworfen hat. Aber wenn ich wusste, Franz macht da drin, dann hatte ich schon ein gutes Gefühl, weil ich habe den wirklich so gemocht. Und ich finde, das ist eben eine Komponente, da trifft ja vielleicht das, was Rick sagt, was neben diesen ganzen Monitoring und den ganzen datenbasierten Trainingswerten so wichtig ist, ist im Prinzip, dass du mit Leuten arbeitest, mit denen du gerne arbeitest und denen du vertrauen kannst. Und also für mich war das echt so wichtig, so einen Franz zu haben. Und ja, der lebt nun leider nicht mehr, aber also für mich war der ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben, wo du dich freust, mit dem arbeiten zu können. Ich will ein ganz konkretes Beispiel auch einfach geben. Also ich habe durch Papa zum Beispiel immer erstmal gelernt, auch mach erstmal die Basics, wenn es zum Beispiel auch um die Form geht. Sehe das wie ein Hausbau. Du musst erstmal die Basic legen, den Keller und den ersten Stock bauen. Das ist, sag ich mal, die Grundlage im Training. Und dann über das Dach können wir ganz am Ende reden, was die Intervalle sind. Und wenn man heutzutage zum Beispiel in den Dezember-Trainingslager kommt, dann sehe ich so viele junge Fahrer, die vom einem Leistungstest zur Sitzpositionsoptimierung gehen. Dann sind sie beim Gymtrainer, machen da einen Gymtest, dann die Fettmessung. Dann gibt es noch Meetings mit Aerodynamik, Windtunnel und all das passiert. Und ich denke mir, lass den Jungen doch einfach mal Radfahren hier. Wir sind jetzt hier 10 Tage in Spanien und der hat eigentlich jeden Tag, muss er nach 3 Stunden wieder da sein, weil er dann wieder ein Meeting hat. Und dann fliegt er nach Hause in die Kälte und dann schreibt der Trainer ihm 6 Stunden rein, wo du denkst, ja, das ist ja nicht machbar. So, weil der hat ja jetzt 10 Tage in Spanien, wo er hätte trainieren können, wo dann auch oft junge Fahrer nicht den Mut haben. So, wenn das bei mir zum Beispiel passiert, dann sage ich einfach, ich komme nicht zu dem Meeting oder leg mir das Meeting in den Abend rein, weil ich bin hier zum Radfahren. Und einfach so logische Dinge, die manchmal, ja, so ein bisschen, diese Überprofessionalisierung macht auch meines Erachtens halt oft, ist dann eher ein Gegenteil als ein Vorteil. Und deswegen auch nochmal da die konkrete Frage an dich, Papa.
ich weiß, du bist auch nicht mehr traurig, sozusagen nicht am aktiven Radsport teilzunehmen. Klar, in deiner Position als Canyon, aber nicht irgendwie in einem Team jetzt aktiv was zu leiten. Aber wo würdest du denn Jan sehen zum Beispiel, wenn er sagt, ich hätte Bock zurückzukommen? Du bist ja schon nah dran. Was könntest du dir vorstellen? Das ist eine gute Frage, weil eins hat Jan, so wie natürlich auch viele Fahrer unserer oder vorhergehender Generation, die ja auch noch aktiv sind als im Radsport, in welcher Position auch immer. Eins haben wir eigentlich alle, das ist die Erfahrung. Und wenn du den Job in dem Profi-Radsport viele Jahre gemacht hast und du bist jetzt nicht völlig blöd, dann nimmst du ja viele Erfahrungen mit und behältst die ja auch. Ein Beispiel, wenn wir so oft erlebt haben, dass die Positionsoptimierer, die ja jetzt immer eine größere Rolle spielen, dass die dann die Rennfahrer vermessen und sagen, oh, du musst 2 Zentimeter höher sitzen und der Sattel muss weiter nach vorne, dann haben wir natürlich alle die Erfahrung gemacht, man kann das machen, man muss aber damit auch das Risiko einkalkulieren, dass es zu Knieschmerzen oder zu Rückenproblemen kommt, weil es natürlich eine ganz andere Position, wenn du 1 Million Tritte gemacht hast und dann fährst du von heute auf morgen eine ganz andere Position. Das ist natürlich etwas, was dem Körper und den Muskeln und den Sehnen erstmal Stress bereitet. Und dann würde natürlich wahrscheinlich Jans erste Antwort sein, okay, die Position, die neue, ist wahrscheinlich besser, aber lass uns bitte jede Woche 1 Millimeter den Sattel höher machen, bis wir an der Position sind, wo wir hinwollen, damit der Körper sich dran gewöhnen kann. Und das sind einfach Erfahrungswerte, die wir alle haben. Und insofern macht es natürlich auch Sinn, das zu respektieren und zu sagen, okay, da ist jemand, der kennt sich in dem, was er gemacht hat, ziemlich gut aus. Und wenn ich da die Position frei habe, vielleicht sollte ich es probieren. Und das muss jetzt, ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, dass wir sozusagen als Trainer ohne Studium im modernen Radsport nichts zu suchen haben. Aber da sind natürlich Erfahrungen, die viele unserer Generation haben, die wertvoll sind. Ganz klar. Kann ich. Also auf der einen Seite sind es die Erfahrungen, was Erik richtig sagt. Und ich glaube auch, dass es sind immer noch Menschen. Ja, also das ist, keiner kann mir sagen, dass er ein ganzes Jahr top motiviert ist, auch wenn es mal nicht so läuft oder sowas, ja, nach Stürzen, nach Verletzungen. Das Beispiel eben, was du genau gesagt hast, das hat ja der Sohn von Tobias Steinhäuser, der bei Education fährt, auch gehabt. Der haben sie einfach mal 2 Zentimeter in den Sattel verstellt einfach und dann hat er 3 Monate Knieschmerzen gehabt. Ja? Solche Sachen, da fasse ich mir auch an den Kopf. Vielleicht ist da mehr, wie man selbst denkt. Also ich bin aber so lange raus, ich muss mir auch ein bisschen erstmal wieder entsinnen, wo liegen denn die Stärken, wo eine Stärke noch liegt, ist unser Bekanntheitsgrad. Ja, und ganz viele Leute kennen uns noch und vielleicht da auch mal ein paar Türen öffnen, was Sponsoren angeht in Deutschland. Ja, und das ist ja auch immer eine traurige Sache, dass man in Deutschland einfach das Mindestbudget für Rennen oder auch für andere Sachen einfach nicht aufbringt. Und das ist auch traurig, ja. Da vielleicht die Bekanntheitsgrad vielleicht nochmal ein bisschen nutzen, um da nochmal was verändern zu können. Ja. Voll. Und ich denke auch, das, was du sagst, also ich glaube, Dinge, die für dich komplett normal sind, die du einfach so siehst, weil du siehst ja dein Leben natürlich aus deiner Sicht. Und aber wenn ich, das, was Papa auch gerade gesagt hat, diesen Druck, den du hattest, jahrelang als der deutsche Tourheld, der hat die Tour gewonnen, wann wiederholt er das? Ich glaube, junge GC-Fahrer, die vielleicht einen ähnlichen Druck verspüren, ich denke jetzt zum Beispiel wieder an den Lennart Kemner, der jetzt als die deutsche GC-Hoffnung herangebracht wird, oder dann Emanuel Buchmann, der auch eigentlich einmal Vierter in der Tour war und das dann eigentlich nie wieder so richtig bestätigen konnte. Ich denke, dass wenn solche Jungs mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten, auch einfach in Gesprächen, weil die sprechen ja andauernd mit Leuten, wo sie sich eigentlich denken, ja, du kannst meine Situation ja gar nicht nachfühlen. Also klar, du bist mein sportlicher Leiter und so, du erklärst mir, was ich zu tun habe, aber du warst gar nicht in der Situation. Das ist zum Beispiel für mich auch immer ein Punkt, wenn ich einen sportlichen Leiter oder einen Trainer habe, wo ich weiß, der war ein Bergfahrer und der erklärt mir dann, wie ich einen Lead oder einen Sprint machen soll. Dann denke ich mir,
Du hast doch selber gar nicht reingehalten im Finale. Jetzt erklärst du mir, wie ich hier um die Kurve fahren soll. Und gleichzeitig ist es ja so, für deutsche Bergfahrer oder auch nicht nur deutsche, auch allgemein GC-Fahrer, ich glaube, wenn du da gegenüber sitzt und man weiß, ey, der hat die Tour mal gewonnen, der hatte den Druck selber, der hat die Erfahrung gemacht. Das ist ja natürlich ein ganz anderes Gespräch auf Augenhöhe, was du mit so einer Person führen kannst, mit so einem Sportler oder einer Sportlerin führen kannst, was natürlich einfach ganz viele andere nicht können. Die haben vielleicht das theoretische Wissen, aber nicht das praktische Wissen. Und ich glaube, das muss man ganz klar so sagen, dass ihr euch da unterschätzt, meiner Meinung nach. Und Dinge, die für euch selbstverständlich und normal sind, sind es halt nun mal für andere nicht. Das, was Tanja gerade gesagt hat, dass ihr Dinge sofort seht, die andere nicht sehen. Als ich das erste Mannschaftszeitfahren mit Canyon SRAM gemacht habe, war das mit Trixi Worak zusammen. Und ich war sehr eingeschüchtert. Und ich habe Trixi Fragen gestellt und sie konnte die erstmal gar nicht beantworten, weil sie nicht verstanden hat, dass man sich darüber Gedanken macht, weil das für sie so normal ist. Mhm. Aber ich bin halt das allererste Mal Teamzeitfahren gefahren und natürlich hatte ich die Fragen dann. Und ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich auch einfach so dieses, ihr seht gar nicht, wo überall Fragen sein könnten, weil es für euch das Normalste der Welt ist. Wahrscheinlich ist es so. Ich habe noch eine Frage an dich, Ulle. Du hast gerade schon gesagt, deine Söhne fahren auch Rad. Jetzt sitze ich hier auch mit Papa. Ich bin ihm ja auch irgendwie nachgestrebt. Wie ist es für dich? Hättest du Bock, dass die auch irgendwie professionell Rad fahren und dass sie in die Richtung gehen? Ja, in erster Linie habe ich total Spaß dran, dass sie überhaupt Sport machen, weil sie haben auch Talent, ja, also auch ein Riesentalent in die Waage, zur Geburt mitbekommen und sie lieben auch Sport und haben auch diese Energie, die du unbedingt brauchst. Und ich finde, heute ist ja bei den Jugendlichen ein ganz großes Thema, also mit diesen ganzen Konsolen und so weiter, ist bei meinen Kindern auch so. Und wenn sie dann rausgehen und so glücklich dann wiederkommen und Sport gemacht haben und das auch noch geil finden, ihre Energie rauszuhauen und Spaß zu haben und auch so eine Trainingsgruppe zu haben, wo auch Gleichgesinnte sind, dann würde ich es immer unterstützen. Ja, und wenn da irgendwo sich ein Weg abzeichnen würde und einer bleibt dran oder auch beide, würde ich das immer unterstützen. Ja, ich hätte auch kein Problem damit. Weil ich finde, Sportberuf, also ein Beruf Sport, hat uns gefallen. Ja. Wir konnten damit super, super leben und ist auch einer der schönsten Berufe, finde ich, nach wie vor. Wir könnten einen neuen deutschen Toursieger gebrauchen, von daher warum nicht? Und was ich mich auch frage, weil ich erkläre gleich, warum ich das frage, denkst du, dass, wurde ja auch oft thematisiert in der Doku, im Podcast, die schon waren, dein Verhältnis zu deinem Vater, wie beeinflusst das dein Verhältnis jetzt zu deinen Kindern, dass du dir denkst, ich will das natürlich deutlich besser machen, unterstützen, ich will da sein? Ist das so? Ja, auf alle Fälle. Also im Nachhinein, also ich habe das jetzt nochmal richtig durchgelebt und natürlich hat mir der Vater gefehlt, das ist ganz klar. Und da möchte ich natürlich den Fehler nicht machen und ich sehe auch meine Kinder öfters und unterstütze auch da und telefoniere täglich. Also egal was passiert ist, man kann auch getrennt leben und man kann trotzdem dort die Vaterfigur erfüllen und nicht nur erfüllen, sondern auch den Kindern alles bereiten, dass sie weiterkommen. Ja. Und da ist Sport, glaube ich, eine ganz große Sache. Weil heute sind die Ablenkungen so groß bei Jugendlichen und Kindern. Die werden immer größer und jeder hat ein Handy und Konsole und so weiter. Ist bei uns auch ein Thema. Aber so richtig glücklich am Abend sind sie, wenn sie Sport gemacht haben. Mhm. Ja, das ist einfach so. Ja, ja, finde ich sehr interessant, weil mich interessiert das auch, weil bei mir war es halt, ich habe das jetzt erst realisiert, als ich selber Kinder habe, dass wenn man dann selber Kinder hat, reflektiert man natürlich seine Kindheit auch nochmal. Und mir ist halt total aufgefallen, dass, also ich habe meine Kindheit geliebt, auch bei den Rennen dabei zu sein mit meiner Mama immer und all das. Aber ich habe, glaube ich, auch jetzt als Kind war das nie ein Thema für mich, aber ich habe im Erwachsenenalter erst gemerkt, wie oft mein Papa mir auch gefehlt hat, weil der einfach auch unterwegs war, beruflich bedingt. Und das ist sicherlich jetzt auch für meine Kinder gar nicht so ein Thema. Klar, fehle ich denen, wenn ich nicht da bin. Aber ich selber mache mir viel mehr Vorwürfe, so dieses, jetzt mache ich eigentlich das, was mir selber bei meinem Vater gefehlt hat, genau dasselbe mache ich bei meinen eigenen Kindern gerade, wo ich mich dann halt auch so oft mit schwer tue. Deswegen ist das einfach eine persönliche Frage, wie das so ist. Und auf der anderen Seite ist es schön zu sehen, dass zum Beispiel bei meinem großen Oscar, wie ich halt so sehe, der liebt seinen Opa, der liebt Ete und wie auch
der, also wie du das einfach dann auch so wieder nachholen kannst, was du vielleicht bei mir in der Kindheit ab und an mal verpasst hast, beruflich bedingt, wie du das jetzt so bei dem nachholen kannst. Ja, man kurios ist ja auch, wie man so als Mensch Sachen verdrängen kann, wie man sich Sachen schönredet. Mhm. Also bei mir war es ja früher immer so, du weißt ja selber, ich habe ja viele Trainingslager und viele Rennen gefahren. Mit anderen Worten, ich war oft nicht daheim. Und dann hat man ja selber irgendwie so einen Schutzmechanismus für sich, dass man sagt, ja, aber wenn ich da bin, dann bin ich ja eigentlich nur 4 oder 5 Stunden trainieren und den Rest vom Tag bin ich ja da. Nicht so wie andere Väter, die dann 8, 3/4 Stunden plus Arbeitsweg 10 Stunden weg sind. Ich bin ja dann schon nach 5 Stunden da. Das ist kurios, wie man eigentlich, weil man den Radsport so liebt und das so als Lebensmittelpunkt hat, wie man dann sich andere Sachen schönredet. Und was ich auch sagen kann, ist, wie sich auch so eine Vaterrolle dann verändert. Mhm. Allein jetzt, sagen wir mal, in den Jahren, die du Rad fährst und dann nochmal zusätzlich, die du jetzt Radprofi bist. Also mit Sicherheit in den ersten Jahren, weiß ich ja selber, ich habe immer versucht, sozusagen meine Vorstellungen und meine Ideale dir weiterzugeben oder dich zu beeinflussen dementsprechend. Und dann war ja ganz oft, wenn dann irgendwie ein Sprint war, dass ich sagte, ja, Rick, so kannst du das nicht machen. Da kannst du nicht als 10. um die Kurve kommen und 7. werden. Da musst du schon als 3. rumkommen. Da muss ja wohl möglich sein. Und das war ja bestimmt auch nicht einfach für dich. Und heutzutage ist es halt so bei mir, dass ich denke, wenn ich bin ja nicht mehr so oft bei den Rennen. Ich gucke ja dann eher GCN oder in der letzten Zeit oder Fernsehen. Und dann ist jetzt meine erste Reaktion, dass ich sage, oh, heil und glücklich und zufrieden und in einem Stück im Ziel gekommen. Mhm. Und was ich damit sagen will, früher hätte ich vielleicht gesagt, ja, es ist auch wichtig, dass Rick glücklich ist. Heute sage ich, das Wichtigste ist, dass Rick glücklich ist. Und da lernt man natürlich auch als Vater mit dazu. Und ich war letztens, als ihr diese mentale Gesundheitssache gemacht habt, war ich eigentlich so ein bisschen über mich selbst erschrocken, als du gesagt hast, ja, wenn ich jetzt vielleicht dann doch die letzte Saison fahre, ich glaube, meine Eltern, die wären am enttäuschtesten, wenn ich denen sagen müsste, die hören auf oder ich höre auf. Das wäre für die bestimmt ganz schlimm. Wo ich dann dachte, nee, am wichtigsten ist mir und Mama ja sowieso, dass du glücklich bist. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen, dann ist es halt wichtig, dass du damit fein und glücklich bist. Und dann spielt ja gar keine Rolle, was ich darüber denke. Der Vorteil ist natürlich, ich bräuchte nicht mehr vorm Fernseher sitzen und die Daumen drücken, dass nichts passiert. Das wird ja Jan auch haben, ja, weil gerade in den Schülern, weißt du ja selber, ja, wenn du da mal gestürzt bist, ich war ja gar nicht in der Lage hinzugehen, dann musste ich ja Mama schicken, weil ich gesagt habe, ich habe viel gesehen ich war vielleicht jetzt auch, was Stürze angeht, jetzt nicht zimperlich mit mir selber, aber bei dir konnte ich da zum Beispiel nicht. Ja, es ist super interessant, auch einfach, wenn man, so wie ich, täglich im Straßenverkehr in Deutschland unterwegs ist und auch mitbekommt, wie oft man angepöbelt wird, ist das auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, ob ich das für meine Söhne will oder ob das vielleicht irgendwie auf Bahn ist, vielleicht schön, da bist du sicher und so Sachen. Aber definitiv, also ich glaube, das kann man schon ganz klar so sagen, du hast 2008 deine Karriere beendet und ich bin 2014 Profi geworden, aber habe ja schon 2012, 2013 bei Rabobank eigentlich wie ein Profi gelebt. Und ich glaube, dass wir auch gerade in der Zeit eigentlich so uns richtig kennengelernt haben als Menschen. Ich war schon was älter dann und da gab es auch öfter mal Streit. Wir haben uns aneinander gerieben, weil man verschiedene Meinungen über Trainingstechniken zum Beispiel hatten oder Trainingsmethodik. Da wurde halt auch, was ich jetzt natürlich auch verstehe im Nachhinein, wo ich weiß, okay, und das ist für mich eh klar. Mittlerweile habe ich verstanden, du willst immer nur das Beste für mich und du liebst mich, aber du hast vielleicht teilweise nicht den richtigen Weg gab, mir das zu vermitteln, sondern du hast mir dann einfach gesagt, du hast einen scheiß Trainer, was der mit dir macht, ist nicht gut. Und dann war ich so, hä, ja gut, aber jetzt sitze ich zwischen zwei Stühlen, jetzt sitze ich zwischen der Meinung meines Vaters und der Meinung meines Trainers und jetzt mache ich es irgendwie keinem von beiden gerecht. Und dann war es irgendwie für mich auch blöd. Und mittlerweile weiß ich, ja, in die Situation wolltest du mich nicht bringen. Das war halt einfach unabsichtlich. Eigentlich wolltest du einfach nur, weil du schon, das war ja dann auch oft so, da sind wir beim Thema Erfahrung,
Ich weiß noch, mein erstes Jahr bei BMC, Papa hat das ganze Jahr lang gesagt, du trainierst falsch, du trainierst überhaupt nicht, wie du trainieren solltest als Sprinter, du machst das. Und ich, nee, ich bin jetzt Profi-Radsport, du gehörst zum alten Eisen, lass mich mal in Ruhe, ich mach das schon. Am Ende des Jahres, ja, du hattest schon recht, ich glaube, ich hätte das schon mal so machen müssen. Also das meine ich auch mit eurer Erfahrung. Du hättest mich ja schon vor dem einen oder anderen Fehler auch bewahren können, aber irgendwo wieder auch nicht, weil wenn man die Fehler nicht selber macht, dann lernt man auch nicht selber daraus. Zumal, da kann ja Ole jetzt auch bestätigen, wir kamen ja schon aus einer krassen Zeit auch. Also jetzt nicht nur diese negativen Begleitumstände rund ums Doping, sondern auch die Herangehensweise, was man an Kilometern zu fahren hat. Also zum Beispiel am Ruhetag. Wenn ich sehe, dass jetzt ihr in einer Grand Tour heute, dass ihr vielleicht 25 Minuten oder 30 Minuten zum Kaffee fahrt, da einen Kaffee trinkt und dann wieder zurückfahrt am Ruhetag. Bei uns war es ja so, dass sie gesagt haben, also Standard, egal wie kaputt du warst, 60 Kilometer. Und eigentlich ist noch besser 80 oder Udo zum Beispiel, der ist dann manchmal noch hinterm Auto gefahren, weil er gesagt hat, ja, er muss trotzdem nochmal anschwitzen, damit er im Rhythmus bleibt. Und das sind ja so konträre Ansätze zu dem, wie der Radsport heute funktioniert. Und das war natürlich auch gerade so der Zeit des Umbruchs, dass er quasi noch in meinem alten System gefangen war vom Kopf und dann immer dachte, das kann alles gar nicht gut sein, was Rick da macht. Ja. Und da haben wir uns schon gerieben, das stimmt schon, ja. Ja, und auch einfach, glaube ich, der Punkt vom Verständnis, also die Situation, wenn du sagst, du musst ja als Dritter um die Kurve fahren, da war dann auch so für mich oft, ja, das weiß ich auch, aber ich war nicht in der Lage. Ich war halt, als Zehnter um die Kurve zu fahren, war halt das Maximale von der Leistung, was halt ging. Und dann warst du halt so, nee, das verstehe ich nicht. Wenn ich als Dritter um die Kurve fahren wollte, dann bin ich halt als Dritter um die Kurve gefahren. Warum machst du das nicht? Und dann bin ich so, ja, ich kann es halt nicht. So, also ich konnte halt nicht mal den Sprint vor der Kurve machen, um da als Dritter rumzufahren. So, was soll ich denn machen? aber ja, da, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Tanja, wenn wir beim Vaterthema sind, ich glaube, dein Vater hat auch noch ganz viele Fragen für Ulle mitgebracht. Wie viel willst du da noch stellen? Ich habe mich jetzt einmal auf eine beschränkt. Sehr gut. Und zwar der Sturz von Lance, als er sich beim Zuschauer einhakt und du wartest. Ich will einmal, oder wir, oder mein Papa eigentlich, wollen einmal in den Kopf von Jan Ulrich gucken. Was ging da in dem Moment in dir vor? Das ist so, wie ich erzogen worden bin, glaube ich. So wie ich auch ein fairer Sportsmann sein wollte immer. Das lief instinktiv ab. Da musste ich gar nicht groß überlegen. Sondern der Gelbe, das war bei uns vielleicht noch ein bisschen anders. Wenn der Gelbe anhält zum Pinkeln oder so, dann attackiert keiner. Also diese normalen Regeln, wo du einfach groß geworden bist. Und ich wollte eigentlich auch immer einen fairen Kampf haben, also Mann gegen Mann. Ja, und das ist in dem Kopf so drin, dass das innerhalb von einer Hundertstel Sekunde entschieden war, ja, dass ich da jetzt nicht weiter attackiere. Und habe ich gar nicht groß überlegt. Also weil der Gelbe ist gestürzt und da war der Kampf für mich auf dem Moment vorbei. Und ich glaube auch, dass es gut war, weil überleg mal, ich hatte dann die Tour de France gewonnen. Das wäre ja gar kein richtiger Sieg gewesen in Deutschland. Da hätte immer die angekreidet, die Medien hätten immer gesagt, ja, weil Lenz gestürzt ist. Ja. Ja. Ja, das ehrt dich auf jeden Fall sehr. Aber das war nicht kalkuliert oder so. Manchmal laufen ja viele Sachen, auch wenn man stürzt, läuft es ja instinktiv ab. Ja, also wie oft du als Kind schon nicht abgerollt hast oder. Deswegen sage ich auch zu meinen Kindern, also die machen ja sehr viel auch Fun-Geschichten, Mountainbike, Downhill und Skifahren und Trampolin, was total schön ist, Trampolin, weil da lernst du deinen Körper mal kennen und auch fallen, ja, und das hat meinen Kindern schon oft geholfen, dass sie noch nichts gebrochen haben, ja. Aber das läuft dann irgendwann instinktiv ab und ich bin so erzogen worden oder ich glaube auch wir sind so erzogen worden, dass wir immer versuchen fair zu sein. Ja, deswegen war das einfach. Das war meine Wunschantwort. Ich habe auch gehört, du warst mit deinen Söhnen auf der Radrennbahn in Rostock und André Greipel hat mir berichtet, dass er mit Peter Sager, deinem alten Trainer, gesprochen hat. Und Peter Sager, ich glaube, der hat Erfahrung auch wie kein Zweiter, der hat gesagt, oh, die Söhne von Ulle,
wie Ole damals, die sitzen jetzt schon perfekt auf dem Rad. Also wer weiß, ich drücke auf jeden Fall die allerdings, Daumen. Allerdings wäre ich jetzt, ich bin nicht der harte Coach oder so, ja. Also, was man den Kindern machen kann, was der Papa machen kann, ist, glaube ich, die in Motivation zu bringen oder zu halten, ja, auch wenn es mal schwer läuft oder sowas. Oder wenn sie mal traurig sind oder wenn es mal nicht so gelaufen ist. Aber ich denke immer, das muss so ein, weil ich hatte ja auch so einen Peter Becker, so einen knallharten, die Schule, wenn mein Vater ständig zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, das musst du jetzt so und so, diese knallharten Trainerväter, ja. Das bin ich überhaupt nicht. Aber du kannst natürlich deine Kinder motivieren und unterstützen, wo es nur geht. Ja, und ich finde auch, ich sage auch immer, ihr müsst mit 11 oder mit 12 Jahren nicht nur Radfahren, ja, sondern macht doch mal ein paar Liegestütze, weißt du, mal so Allgemeines, so wie wir es auch gemacht haben damals, wo ich glaube, wir lange gezehrt haben aus unserem Grundtraining schon raus, wie wir praktisch mit Allgemeintraining, mit Krafttraining, mit Stretching und so weiter viele Jahre davon auch gezehrt haben. Und das finde ich auch immer wichtig, ne? So eine breite Aufstellung. Ja. Ganz klar. Also ich kann von Papa sagen, der hat auf jeden Fall gar kein Krafttraining und kein Stretching mehr gemacht in seiner Karriere. Ja, wir haben gerade gelernt, er hätte mal Trampolin machen müssen, dann wäre er nicht von der Treppe fallen, hätte er sich nicht das Fersenbein gebrochen. Ja. Hast du nie gestretcht? Nee. Echt nicht? Du hast ja für mich mitgestretcht immer. Ja, ich musste. Ulle hatte so viel gemacht. Ich musste stretchen. Sobald, wenn du mit Ulle irgendwo am Flughafen warst und dann waren 20 Minuten am Gate zu warten, da hat Ulle sofort angefangen zu stretchen. Und wir haben mal geguckt, was war er denn? Das wird jetzt der neue Hit unter jungen Radsportlern. Stretchen wie Ulle. Ja. Nee, also. Na, ich hab's nicht viel gemacht, aber ich habe es täglich gemacht. Täglich so 5 Minuten oder 10 Minuten, dann bist du ja praktisch durch, ja, die großen Gruppen. Aber für mich war das immer wie eine Erleichterung, weil eben, ich habe ja von meiner Kraft gelebt und da war immer richtige Spannung drauf. Und ich fand das immer wie so eine kleine Massage. Ne? Und wenn du täglich dran bist, ist wie immer. Das habe ich im Training nie so richtig hingekriegt, dass ich das ganze Jahr durchtrainiere. Und habe es mir schwer gemacht, aber dann, wenn ich mal drin war, das Stretching habe ich halt jeden Tag durchgezogen. Ja. Jo, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Folge. Und weil ich deinen Papa auch gut kenne, lass uns die eine letzte Frage Ulle noch stellen. Das ist auch von Tanjas Papa, der ist Riesenfan und der hat eine große Frage noch. Warum hast du die Regenjacke nicht angezogen am Galibier runter, wo du die Tour gegen Pantani verlierst? Warum hast du die Regenjacke nicht angezogen? Ich glaube, das quält mein Vater seitdem sehr. Nein, du kommst ja oben an und bist total. Nein, du bist ja oben noch total schwitzig, also du bist ja warm, du bist ja, weil du ja 30 Kilometer hochgefahren bist. Und ich hatte so eine kleine Regenkutte an. Aber dann nachher war es wirklich so, Galibier runter ist ja sehr kurvenreich und sehr, da war ja 4 Grad und Regen und ich hatte dann einfach keine Zeit mehr irgendwie das anzuziehen, weil ich immer auf der Bremse sein musste und das ging ganz vielen so. Also in meiner Gruppe hat sich kaum einer was angezogen. Und du hast so eine kleine Jacke angezogen aber das bei Pantani hast du ja gesehen. Der hatte kurz angehalten und das war dann eher besser. Ja, aber du denkst ja, die ersten 5-6 Kilometer bist du noch gar nicht am Frieren. Erst dann kommt das nachher, wenn du nicht mehr richtig pedalierst und dann halt die Kälte und die Nässe dazu. Aber dann war es so kurvenreich, dass ich keine Zeit mehr hatte, irgendwie eine Jacke anzuziehen. Wie war für dich eigentlich die Etappe? Das habe ich dir noch nie gefragt. Für mich war die auch spektakulär, weil Telegraph Galibier hoch hat mir irgendein französischer Fan, der super sauer war, dass Festina rausgenommen wurde, hat mir einen Regenschirm ins Hinterrad gesteckt und dann hat es mir die Schaltung abgerissen. Aber also ich war auch nicht im letzten Gruppetto, ich war mit Christian Henn in irgendeiner Gruppe. Aber beide Autos von uns waren halt, eins war bei Ulle und eins war bei Bjarne. Und mein Rad war aber bei Rudi auf dem Auto hinter Ulle. Und dann hat der Roberto Carube vom Saeco-Team, der hat mir von Massimiliano Mori das Ersatzrad gegeben. Und ich habe oben dann angehalten, weil da oben war es ja nur 2 Grad und Schneeregen. Mhm. Und dann hat er mir sogar noch so eine Windstopperjacke von Saeco gegeben und eine Pudelmütze. Und dann bin ich mit dem Cannondale-Rad Richtung Ziel gefahren und ich hatte ja auch nie Funk mit. Und Christian hat dann über Funk versucht, Rudi zu erreichen. Aber Rudi war halt sozusagen im Stress vorne und hat dann irgendwie so
2 Kilometer vorm Ziel, als Ulle quasi safe durch war, angehalten und stand dann so 1800 Meter vorm Ziel mit meinem Rad. Und ich bin bei Rudi vorbeigefahren und er so, wechseln, hier ist nochmal eine Jacke und du musst mit dem Rad. Und ich sage, ja, dann habe ich nur zu ihm gesagt, du kannst mich am Arsch lecken, du Penner. Und bin dann mit dem Saeco-Rad ins Ziel gefahren und habe dann er natürlich im Ziel erst mitbekommen, dass wir gelb verloren hatten den Tag. Und habe mich dann bei Rudi entschuldigt. Und er hat sich bei mir entschuldigt, dass er nicht gewartet hat. Also das war eigentlich ein schöner Chaos-Tag für uns alle. Und da waren, glaube ich, ja nur noch 3 Tage bis Paris oder so. War ja nicht mehr weit. Ja, ein paar Tage waren schon, aber. Ja, die Regenschirmgeschichte hat mir mein Papa auch erzählt. Also, ich glaube wirklich, ihr habt uns Rede und Antwort gestanden. Für mich war es eine wundervolle Zeit mit euch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, habt euch gefreut, euch mal wiederzusehen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide gekommen seid. Tanja, auch vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Ja, vielen Dank an euch. Und genau, letzten Worte habt ihr 3. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin glücklich und meine ganze Familie mit mir, glaube ich. Ich bin auch glücklich, dass es Ulle wieder gut geht. Und ich glaube, wir alle haben die Situation, dass egal was passiert ist, egal was wir sagen, die eine Hälfte wird es gut finden, die andere Hälfte wird es nicht gut finden. Aber ich glaube, solange deine Freunde, deine Familie zu dir steht, ist das Allerwichtigste. Und die Herzen von vielen anderen hast du sowieso gewonnen und die wirst du auch nie verlieren. Ja, danke. Also ich habe mich auch auf heute gefreut und das war eine schwere Geburt, was ich da gemacht habe letztes Jahr, aber es fühlt sich jetzt leichter an. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass Erik auch zugesagt hat, weil ich genau weiß auch, dass er auch schwere Zeiten hinter sich hatte und wünsche dir eine tolle Saison. Danke. Und dir auch ganz viel Glück, also uns allen und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Auf alle Fälle. Das auf jeden Fall und hoffentlich auch vielleicht bald irgendwo wieder aktiv im Radsport, wer weiß. Die Türen aus meiner Sicht stehen auch dafür offen. Ich wünsche euch allen viel Glück und ein gutes Jahr. Auch wenn es nur als Maskottchen ist. Dankeschön. Ja, eben. Also wenn jemand Maskottchen sein kann, dann Jan Ulrich, glaube ich.